Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr die Spielverderbermütze bekommen könnt. Dafür benötigt ihr auf jeden Fall Safe Wizard. Ebenso benötigt ihr das entsprechende Safe Game. Das Safe Game werdet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung finden. Könnt ihr euch dann einfach runterladen. Die Spielverderbermütze könnt ihr euch leider nicht abspeichern. Das heißt, wenn ihr das Outfit wechselt oder das GTA neu startet, wird die Spielverderbermütze verschwinden. Den Glitch habt ihr aber innerhalb von einer Minute gemacht. Und dann würde ich sagen, lass auch schon direkt losstarten. Habt ihr euch das Safe Game dann auf die PlayStation drauf gemacht? Werdet ihr mit diesem Outfit bei der Flugschule spawnen? Als erstes gehen wir einmal in die Einstellung auf den Zielmodus, gehen einmal auf das freie Ziel, denn wir müssen uns gleich irgendeinen Freund beitreten, der in einem anderen Zielmodus sich befindet. So, dann einfach die Flugschule betreten. Wir gehen dann einfach auf Übungsstart. Wir können jetzt schon mal dann das Profil von unserem Freund raussuchen. Einfach der Sitzung beitreten. Sobald dann jetzt unten steht, Details der Sitzung werden abgerufen, steigen wir aus. Die erste Meldung, die jetzt kommt, die nehmen wir an. In der zweiten Meldung bleiben wir jetzt drin. Und zwar werdet ihr jetzt im Hintergrund hören, dass die Mission fehlschlägt. Und sobald ihr keinen Ton mehr hört, drückt ihr einfach Kreis und Options. Dann werden wir wieder am Anfang von der Flugschule spawnen. Ist auf jeden Fall perfekt. Von dort aus starten wir jetzt einfach eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Jetzt in der Lobby angekommen, werdet ihr auf jeden Fall dann mit dem Flugschulmenü spawnen. Wir drücken jetzt einfach auf Kreis um X, um da rauszukommen. Dann werden wir zur Flugschule teleportiert und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt schon die Spielverderbermütze habt. Um die Spielverderbermütze jetzt auf ein anderes Outfit zu übertragen, begeben wir uns dann einfach zum Teleskop. Wir rennen am Teleskop dann vorbei, beim Steuerkreuz nach rechts, öffnen das Interaktionsmenü, gehen auf Stil und wählen uns dann das Outfit aus, wo die Mütze drauf soll. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr jetzt die Spielverderbermütze auf eurem gewünschten Outfit habt. Und Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.